Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder bei Alien Colonial Marines in der Hälfte der Kampagne. Und ja, bin gespannt, was da noch kommt. Auf jeden Fall war die letzte Kampagne sehr cool. Also muss ich auch sagen, es war ziemlich geil. Jo. Also besonders die ganzen Momente, wo man schleichen musste und es war geil. Auf jeden Fall. Gut, dann starte ich mal das Spiel. Boah. Mal schauen, was uns jetzt erwartet. Ich hab jetzt noch eine Gänsehaut von eben. Geht's los für Bella, die Mission? Warum hältst du an? Auf diesem Gelände kann ich nicht mehr weiterfahren. Der Staub hat dem Wagen so sehr zugesetzt, dass wir kaum noch vorankommen. Wir laufen. Natürlich. Actual, hier ist Winter. Wir brauchen einen Fußweg zur Einrichtung. Verstanden, Winter. Aber vergessen Sie das Register nicht. So, soll ich die Waffe wechseln? Diese Chalons gehören zum Militär. Aber nicht zu unserem. Nehmen wir mal die Maschinenpistole und auf der Sekundärwaffe. Zu jagen, die es noch nicht zu Hadleys geschafft haben. Taktisch nehme ich mal eine Feuerbombe mit. Feuerbombe, gut. Primär nehme ich mal eine. Nehme ich einfach mal das mit. Und als zweites kann ich das nicht auswählen. Kann ich nicht auswählen. Schade. So, ich komme nochmal nach. Ihr seid bestimmt schon ewig weit gelaufen. Ach nee, da seid ihr schon. Warte mal eben, ich muss mal eben ganz kurz was überprüfen. Jo, ich gehe da bald zu den anderen. Was? Ja. Und mich? Oh, was ist das da? Oh! Was ist los? Ich habe gerade Waffen ausprobiert. Achso. Alle Mann runter! Oh, Mann! Runter! Du sollst nicht so weit nach vorne laufen. Die laufen von vorne. Vor, meine ich. Ich hab nichts gesehen. Ist auch nichts passiert. Doch, für mich schon. Seitenwaffe, warte. Diesmal warten. Mehr nicht rum, ey. Der zittert voll, ey. Wenn ich ziele. Oh mein Gott. Actual, wir haben eine Fluchtkapsel der Sulaco gefunden. Aber es gibt keine Überlebenden, Sir. Der Xeno hat sie. Over. Oh oh. Verstanden, Winter. Folgen Sie Ihrer Mission, wir kümmern uns um unsere Leute. Machen wir. Unsere Leute. Da. Oh. Hallo. Hi. Wer greift da an? Nicht freundlich. Das ist ein Teil des Maschinenraums. Sind das auf jeden Fall nicht freundlich hier sind. Gut. Bewegung. Winter, du feuerst und wir üben. Scheiße. Jetzt feuern! Oh, guck, das einfach aus der Wand raus! Feuer! Boah, eine andere Waffe, eine 3-Schuss kann ich nicht umgehen mit. Ich muss sagen, die Maschinenpistole ist gut. Maschinenpistole, warte mal, ich wechsle mal. Auf die hier. Die ist geil. Gut, nehme ich. Okay, Gegner. Oben. Läuft doch. Siehst du was? Ich sehe nichts. Ich sehe nur Feuer, Donner, Blitze. Da ist was! Ah, verdammt, danke. Da kommt was! Pass auf, da kommt wieder was! Wow! Noch einer! Was von hinten!
Okay. Okay, ich habe auf jeden Fall kein Feuer mehr. Seit wann rauchst du? Ich rauche gar nicht. Hier ist was. Wo? Ja, war eine Erkennungsmarke. Ach so. Ah, sehr schön. Ab und zu finden wir auch mal was, ne? Nachladen. Weiter. Oh. Oh oh. Und nun? Oben hoch oder was? Ah ja. Warten. Okay. Okay. Ja, der Rauch sieht ein bisschen eigenartig aus, meiner Meinung. Ja, sieht ein bisschen seltsam aus. Ah, da kommt was. Ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, dass die immer nur direkt auf dich zugerannt kommen. Da links. Hinter dir. Oh, Mutti. Bin fast tot. Da kommt was. Da kommt was von vorne. Brauchst du ein Schild? Ja. Ja, auf jeden Fall. Was haben wir gesehen? Wow. Ja, da Spucker, ist er. Spucker. Heilige Scheiße! Die Spuckensäure! Verdammte Säure! Spucker. Da muss man echt aufpassen bei denen. Spucker an der Decke! Spucker an der Decke! Wow, die machen anscheinend auch viel Schaden. Machen sie. Nicht gerade nett. Da oben! Oh, da. Ich kann die gar nicht erwischen, ey, die sind viel zu weit weg. Da kommt wieder was! Ah, danke! Huh! Zum Glück hatten wir keine Angst. Ah, pass auf! Aua! Mir Feuer unterm Hintern machen oder was? Ja! Pass auf, über dir! Oh. Gib mir Licht auf. Oh! Oh. Angewichst! Ah, shit! Ja, pass auf! Wo kommt das denn her? Warum bin ich einer mit Irokesen? Schnitt. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay, ich nehme mal die B-Taste. Und wechsel mal Waffen. Ach ja, die ist vielleicht besser hier. Ja. Da ist was Leuchtendes an den Wänden. Schau, ja. Das bewegt sich. Seht ihr das? Ja, ich sehe es nicht. Was ist das denn? Ich glaube, das ist Spucker. Deine Mutter. Oh. Deine Mutter. Spucker oder deine Mutter. Mehr. Alles gut. Aua, nicht in mein Gesicht. Nicht in die Haare! Achtung! Spucker an der Decke! Spucker an der Decke! Ich treff die nicht. Wie geht's dir? Na, ich hab Ich weiß nicht, was das für eine Waffe ist hier. Da oben. Ich habe auf jeden Fall jetzt mit Ziel, Visier und das geht richtig nah und tut richtig weh. So. Ich glaube, mir tut ja alles richtig weh gerade. Über euch! Deckung! Pass auf, hier links, oben, links, oben! Jo. Hat direkt vorne! Oh.
Ich weiß nicht. Tot. Oh mein Gott. Jetzt kommt er runtergefallen. Nee, doch nicht. Da kommt was. Oh je. Oh mein Gott, die Messwieger sind echt scheiße. Raus hier. Echt unangenehm, genau wie im Multiplayer. Ja. Im Multiplayer sind die erst recht unangenehm, weil du ziehst damit alles weg. Lauf nicht so weit vor. Ich bin nur so weit vor, weil... Dann gehen wir da durch. Ich hab grad so leichte... Ja? Okay, nee, das war doch nichts. Ich dachte, ey, was wäre gerade. Würde nicht mehr richtig laufen. Genau wie bei mir. Das liegt, glaube ich, am Spiel. Könnte am Spiel liegen, ja. Ab und zu hat man mal irgendwie dieses Gefühl, dass. Windows irgendwas rechnet. Genau. Ja. Und das tut's dann irgendwie auch nicht. Nö. Jetzt könnte ich was eingeben? Nö. Brauchst du Leben? Stubenmädchen hat voll frei. Nö. Dann nehme ich das mal. Da im Auge wegen freier rumlaufenden Putzfrauen. Ah, gut mitgedacht, Bell. Kann ich von dieser Mission noch abspringen? O'Neill, wir müssen diese Tür öffnen. Bella, was sagt der Radar? Geöffnet! Radische Signale? Nicht in der Umgebung. Im Moment ist alles klar. Die Tür bewegt sich nicht. Wahrscheinlich verklemmt durch den Schaden. Wir müssen sie eintreten. Okay. Machst du das oder? Ja, mach das. Die ist ganz schön verklemmt. Du musstest ihr natürlich von Babyface erzählen. Ist so rausgerutscht. Ich geh vor, damit wir nicht alle Xenos und Wayuu-Arschlöcher im Umkreis auf uns aufmerksam machen. Verschlossen. Sind wir in einem Riesenkrater? Oh, oh, oh. Das sind eine Menge. Radar empfängt Aktivitäten in Angst, Potter. Oh, deine Mutter. Ah. Ah. Ich weiß den Weg. Ich weiß den Weg. Dieser Weg. Dieser Steak wird kein leichtes sein. Dieser Steak wird fettig und schwer. Oh, mein Gott. Aua! Was war das? Verwundet! Verwundet! Holt ihn hoch! Ich hatte volles Leben. Was hab ich denn hier so umgehauen? Nicht ich! Das hat jemand umgefallen! Oh. O'Neill! Helft mir doch einer! Wie vertragen die denn? Ja. O'Neill ist auf dem Boden! Und Bella O'Neill auch. Oh Gott. Das ist unser Weg raus. Los, Bewegung! Da hinten ist was. Oh ja, ich seh's. Dreckskacke! Ah! Dreckskacke! Scheiße. Immer auf die Mitspieler. Ja, es geht gar nicht. Dann stehen die einfach nur rum und greifen die anderen nicht mehr an. Geht gar nicht. Ganz sicher kein Teil des. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass sie immer nur auf uns losgehen. Ja. Schweine. Was ist denn damit geschehen? Das hat bestimmt mit der Forschungsabteilung zu tun. Dann gehen wir da durch. Die übrigens, die Maschinenpistole würde ich euch nicht für den Multiplayer empfehlen. Denn ich habe sie da schon mal ausprobiert, die war nicht so gut. Lass mal wieder die Tür öffnen hier. Das Stubenmädchen hat voll frei. Entschuldigung. Gut mitgedacht, Bell. Kann ich von dieser Mission noch abspringen? O'Neill, wir müssen diese Tür öffnen. Bella, was sagt der Radar? Sporadische Signale? Nichts in der Umgebung. Im Moment ist alles. Hä? Nichts? Nichts in der Umgebung. Das sich nicht. Wahrscheinlich verklemmt durch den Schaden. Wir müssen sie eintreten. Mindestens vier! Da! Verdammt, das macht nicht so einen Höllenlärm! Musstet ihr natürlich von
Natürlich. Ist so rausgerutscht. Ich gehe vor, damit wir nicht alle Xenos und Wayuu-Arschlöcher im Umkreis auf uns aufmerksam machen. Sind wir in einem Riesenkrater? Jungs, mein Radar empfängt Aktivitäten in unserer Nähe. Ja, schon lange. Die KI ist echt schlimm, ne? Manchmal. Alter, die alle auf einmal. Oh. Ja, die machen nichts. Die gucken nur. Jetzt Feuer! Feuer! Oh! Was machst du denn? Mist! Ich hätte Hilfe gebrauchen. Verbrenne! Danke! Alter, das geht hier ab. Ich hab ein bisschen Spaß. Achso. Das geht ab. Ich hab mir so gedacht, ich zeig mal ein bisschen mehr vom Spielen. Achso. Das ist unser Weg aus. Mal die F's und G's. F.G. Da oben. Noch mehr! Hinter euch! Versuch mal ein bisschen die Spucke auszuschalten. Hinter dir! Muss ich dir erst ausschalten? Okay, brauch Hilfe! Tot! Ist tot? Ja! Feind vernichtet! Oh, du bist ganz tot. Ja! Nein! Du musst mal drauf achten, wenn ich sterbe. Ich hab die Spucker ausgeschalten. Ich hab gesnipert. So, gleich ist aber bestimmt Kontrollpunkt. Hoffe ich. Ja, hoffen. Ah ja, komm! Los geht's! Oder Rudiger Fall, scheiße. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, genau. Nächstes Mal fand ich es nicht. Hast du gepupst oder was? Natürlich. Wo soll er denn hin? Du kannst jetzt eigentlich auch mal mehr F und G benutzen, das ist eigentlich ziemlich praktisch. F und G? Ja, F.G. Oh! Boah. Ich sehe nix! Nichts mein Ding! Ich bin ein Rotzer irgendwo. Wo ist denn der? Da oben. Das gleiche wie von dir. Halt's Maul. Ah! Wo bist denn du? Ist Audiolog. Ich wurde angewichst hier. Dies ist der offizielle Nachschubantrag WY-823 von Vorsteher Joshua Morris. Wir brauchen noch eine ganze Menge mehr von diesen Forschungsmodulen. Welcher Amateurgeologe auch immer diesen Ort hier als Installation ausgesucht hat, ist ganz klar unterbelichtet. Das habe ich gehört. Ja. Die strukturelle Instabilität von LV-426 hat drei ganze Module außer Betrieb gesetzt. Eines ist bei einem Erdbeben zerstört worden, die anderen beiden sind in eine Schlucht abgerutscht. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diesen Ort hasse. Das sollte ich vielleicht rausschneiden. Ja, vielleicht. Vielleicht, ja. Und ich glaube, wir machen mal einen kleinen Cut hier. Achso, ja, Cut ist sowieso gerade ganz toll. Kitty Cut. Ich glaube aber jetzt gibt. Was zu tun? Egal, wir gehen gleich hinterher. Okay. Jawohl, bis zur nächsten Folge, Freunde. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.